Kleine Informationen, bevor wir mit dem zweiten Teil des Q&As loslegen. Ich hatte ursprünglich überlegt, jetzt alle Fragen zu highlighten und separat im Screen einzublenden, wie es sich in den Kommentaren gewünscht wurde. Doch das Ganze kollidiert jetzt ein wenig mit dem Layout und damit, dass die Kamera oben drin war. Deswegen machen wir es dieses Mal noch folgendermaßen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr Timecodes für jede Frage und was ich darauf antworte, sodass ihr nur auf die Fragen klicken könnt, die euch wirklich interessieren. Ihr seid natürlich trotzdem gerne dazu eingeladen, das gesamte Video zu schauen. Aber für die, die es eilig haben, ist das, denke ich, mal eine vernünftigere Lösung. Und ab dem nächsten Mal werden wir es so regeln, dass ich die ganzen Fragen separat einblenden werde und highlighten werde. Gut, das war schon wieder von mir. Macht's gut und viel Spaß mit dem Video. Miteinander und willkommen zurück zur zweiten Runde Frag den Alex. Es geht immer noch um die Fragen von Dead Pictures. Für den Fall, dass ihr Fragen habt, könnt ihr mir die gerne immer noch unten in die Kommentare schreiben oder aber an unsere Facebook-Seite oder unsere Instagram-Seite senden. Die werden wir dann zusammentragen und ich werde die dann in einem weiteren Video beantworten. Jetzt mache ich aber erstmal weiter mit der Frage von beziehungsweise der Fragenliste von Dead Pictures. Und zwar hat er eine Frage an mich. Und zwar, hatte ich schon mal einen Job außerhalb der Selbstständigkeit und war es eigentlich schwer, von diesem Job zur Selbstständigkeit umzuspringen? Ich hatte Tatsache nur einen einzigen Job, bevor ich mich zum ersten Mal selbstständig gemacht habe. Ich war vor dieser ganzen Yu-Gi-Oh-Kartensache mit was anderem selbstständig, aber das tut jetzt nicht zur Sache. Und zwar habe ich früher neben der Schule, beziehungsweise vor der Schule, besser gesagt, habe ich im Postzentrum Berlin-Südkreuz gearbeitet, Tatsache. Das war neben meiner Schulzeit und da habe ich immer ich war halt Abrufkraft und da habe ich halt sehr gerne gerade um die Feiertage und um die Ferienzeit gearbeitet, aus folgendem Grund. Ich habe immer die Nachtschicht genommen, weil für die niemand verfügbar war und ich habe das immer zu den Feiertagen gemacht und das halt und natürlich zu den Ferientagen drumherum. Und natürlich auch so relativ regulär und habe das halt immer vor der Schule gemacht. Das bedeutet, ich habe von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens habe ich im Postzentrum, habe ich Kisten geschleppt und Briefe sortiert. Jahaha, das habe ich Tatsache gemacht und habe dafür halt den Nachtaufschlag bekommen und dann noch, je nachdem, was halt für ein Feiertag war oder so, da halt nochmal Ferienbonus und Feiertagsbonus und hast du nicht gesehen und habe mich damit halt teilweise auf einen Lohn von bis zu 20, 22 Euro die Stunde hochgearbeitet, was für jemanden, der noch in die Schule gegangen ist, sehr viel Geld war. Dann bin ich halt nach Hause, habe mich umgezogen, habe geduscht und bin dann in die Schule weiter. Nach der Schule habe ich noch ein bisschen was mit meinen Freunden unternommen und habe dann geschlafen. So. Und mich dann zur Selbstständigkeit umzustellen, war nicht so schwer, sage ich jetzt mal, weil das halt Knochenarbeit war. Es hat einfach gut Geld gebracht, aber es war halt trotzdem Knochenarbeit und Selbstständigkeit ist auch Knochenarbeit, aber ich glaube trotzdem ist es mir angenehmer, weil ich mir noch mehr aussuchen kann, wann ich was tue. So, dann, was sollte man tun, wenn man einen Monat weniger Geld verdient mit den Yu-Gi-Oh! Karten als im letzten Monat? Man sollte sich fragen, woran liegt's? Das ist natürlich nicht immer alleine eine Sache, die du oder dein Inventar beeinflusst, sondern was für einen Monat haben wir, ist gerade Urlaubszeit etc. etc. Wenn die Leute zum Beispiel einen Urlaub planen, einen Urlaub buchen, im Urlaub sind, dann kaufen sie nicht unbedingt auf Card Market Karten. Das heißt, wenn saisonal halt mehr Leute verreisen, weg sind, verkauft man offensichtlich erstmal schon mal logisch gesehen weniger. Dann gibt es so andere Argumente, so wie zum Beispiel, kommt gerade ein wirklich, wirklich gutes Produkt. Viele, viele Yu-Gi-Spieler sparen sich immer ihr Geld für Megatins, was auch vernünftig ist. Um selbst Tins zu kaufen, haben sie die Erfahrung, Sachen aufzumachen, ziehen relativ schnell gute Karten und demzufolge nach investieren sie weniger Geld in Einzelkartenkauf, zum Beispiel auf Card Market oder in andere Produkte, was dann auch wieder, wenn man keine Tins so geschlossen verkauft groß, auch sich wieder auf deine Verkaufszahlen beeinflussen kann. Oder aber liegt es halt an deinem Inventar, du solltest das halt immer hinterfragen. Allerdings muss man da nicht immer gleich Panik bekommen, man muss das nur im Auge behalten. So. Dann wieder eine Frage an mich. Habe ich irgendwann mal vor, einen Kartenstore, also wirklich Walk-in, Brick and Mortar Store, habe ich vor, irgendwann mal einen Kartenladen aufzumachen? Möchte ich unbeantwortet lassen, sagen wir es mal so.
Würde man das Ganze auch alleine durchziehen können, ohne dass man noch jemanden einstellt auf 450 Euro oder Vollzeitbasis? Aus meiner Sicht ja, habe ich auch lange gemacht, klappt definitiv. Ich kenne auch Gewerbliche, die gar nicht mal wenig Verkäufe machen, die das alles alleine machen, ist auf jeden Fall möglich und man kann damit auch gut verdienen, man kann damit auf jeden Fall auch seinen Lebensunterhalt verdienen, ist alles machbar, ist nur halt auch wieder Knochenarbeit. Wie viele Karten sollte man hochstellen auf Cardmarket pro Tag, Woche oder auch Monat gesehen, sodass es sich rentiert? Wie lange braucht man für 1000 Karten? Auch unterschiedlich, halt immer so viel, wie man verkauft, um nicht irgendwie in eine Abwärtsspirale zu geraten, sondern konstant sich auch da zu halten, wo man ist. Und wie lange man braucht, um 1000 Karten zu inserieren, kommt halt auch wieder drauf an. Wenn ich jetzt ein Core-Set öffne und ich sag mal 2 Stunden lang Cases öffne mit einem Assistenten, sage ich jetzt mal, der auch 2 Stunden lang Cases öffnet, dann alles halt direkt schon beim Öffnen durchsortiert, dann hat man in der Regel danach noch 20 Minuten, um alle Karten online zu stellen, wenn du alle aus diesen Cases dann wirklich schon online haben möchtest. Und dann hast du halt mal gut und gerne 20.000, 25.000 Karten in 2,5 Stunden inseriert. Ist dann schon mal kein Problem, sage ich jetzt mal. Aber bei Sammlungen, sagen wir mal, wenn man es nicht vorsortiert durcheinander, dann schafft man ungefähr 600 bis 1000 Karten, je nachdem wie gut du bist, in einer Stunde. Wie läuft es genau mit den Briefen und den Versandkosten? Wir machen das folgendermaßen. Wir drucken jeden Morgen, drucken wir uns einmal alle offenen Bestellungen auf Briefumschläge. Die werden dann durchsortiert, die Karten werden reingefeuert, die Versandkosten schreiben wir oben rechts an die Ecke und dann geht es für mich in die Postfiliale meines Vertrauens, weil sonst zu viele Briefe abhanden kommen. Darüber habe ich ja schon zu Genüge geredet, damit es im richtigen Postzentrum landet, wo weniger geklaut wird und dann kommt es halt nur noch auf den Empfänger an, ob es jetzt ankommt oder nicht, beziehungsweise auf die Empfängerstadt, weil da gibt es natürlich auch ein paar Städte, so wie Berlin ja auch dieses Symptom hat, wo halt mehr Sachen abhanden kommen. So, und ich mache das halt so, ich lasse das nicht abholen oder sonst irgendwas in der Richtung. Ich melde auch online, außer für Pakete melde ich auch vorher nichts an, sondern ich gehe halt in die Filiale und lasse das da von den netten Menschen, die da arbeiten, Tatsache sehr nette Menschen bekleben, denn ich nutze eine Postfiliale, wo ich so gut wie der einzige Kunde pro Tag bin und die freuen sich immer, mich zu sehen. Einfach aus dem simplen Grund, weil sie dann endlich mal was zu tun haben. Ich möchte die Briefe auch immer mit denen zusammen bekleben und so, wie es auch bei einer anderen Filiale, der ich auch vertraue, immer mache, die ich aber aufgrund der Fülle nicht so frequentiert besuche. Aber das lassen sie mich auch gar nicht, sind super nette Menschen so. Hast du Tipps, wenn man pro Tag zum Beispiel 10 Briefe oder auch mehr verschicken muss an Kunden? Kommt drauf an, habt ihr gerade nichts zu tun, dann macht die Bestellung, wenn ihr seht, sie ist reingekommen, macht sie sofort, damit sich einfach nichts aufsammelt. Und ihr halt direkt wieder das machen könnt, was ihr vorher gemacht habt. Nichts auf dem Sofa gammeln, Fernsehen gucken. Ansonsten sucht euch einen strukturierten Arbeitsweg. Habt eine Fläche, wo ihr eure Versandmaterialien ganz klar hinlegt. Habt einen ganz klaren Arbeitsablauf und habt ein halbwegs durchkategoriertes Inventarsystem, je nachdem, wie viele Karten ihr online habt. Wenn ihr nur 500 online habt, müsst ihr es jetzt nicht unbedingt vorsortieren. Wenn ihr nur 5.000 online habt, müsst ihr es nicht unbedingt sehr genau vorsortieren. Wenn ihr 100.000 oder mehr online habt, ist ein Sortiersystem schon sehr wichtig. So, dann. Wie sieht der Grundpreis einer Karte aus? Mindestens zum Beispiel billigste Karte. Bei Erik, im Video hast du auch schon mal darüber geredet, ca. 19 bis 21 Cent, aber wie ist das denn, wie ist es dann bei teuren Karten, wie soll man das rechnen? Achso, okay, also erstmal, Mindestpreise sind wichtig, ihr solltet keine Karten für 2 Cent inserieren, auf gar keinen Fall, unter keinen Umständen. Für mich ist der Mindestpreis, den man mindestens haben sollte, 14 Cent, allerdings würde ich den meisten eher zu mindestens 19 Cent raten, gerade bei gewerblicher Tätigkeit 19 Cent absolut. Okay, ihr habt die Lagerkosten, ihr habt das, den Sortieraufwand, der da auch noch dahinter steht, ihr sucht die Karten auch raus, ihr verpackt die Bestellung für 2 Cent pro Karte, wenn jemand 10.000 Karten kauft, dann lohnt sich das einfach nicht, das könnt ihr vergessen, da könnt ihr euch auch gleich einen Strick kaufen und euch an irgendeinem netten Pfeiler hängen gehen. Ansonsten muss man das halt immer schauen, wie sieht der Markt aus, so kalkuliert man das halt individuell, wie sieht es bei anderen aus und findet ihr die Karte hat Potenzial auf diesem Preis zu bleiben.
Nehmen wir mal als Beispiel Secret Rare Dracozak. Hatte in Infinity Chasers hatte die Karte ein Reprint. Sagen wir mal, Infinity Chasers ist gestern rausgekommen. Ihr habt jetzt Dracozaks, die ihr eintragen wollt. Die sind aber Secret Rare. Die Karte ist aktuell natürlich, weil der Reprint noch nicht wirklich seinen Impact hatte, ist die Karte noch bei 13 Euro. Aber lohnt es sich, die Karte jetzt für 13 Euro zu inserieren? Ich würde sagen, nein. In der Situation würde ich den Preis dann eher bei 10, 11 Euro ansetzen, weil es ja vor allem zwei Secret Rare Dracozaks gibt. Und da ist der Preis dann ja nicht mal geblieben, denn aktuell geht die Karte, glaube ich, 57 bis 8 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das bedeutet, man sollte da dann schon etwas günstiger ansetzen. Wenn jetzt allerdings bald wieder eine Bannliste kommt, solltet ihr nicht unbedingt 5 Euro Common Max Cs für 2 Euro inserieren, weil weg und ihr hättet mehr dafür bekommen können. So, vor allem, falls sie doch irgendwann mal wiederkommt. Wie gesagt, achtet individuell auf die Karten. Ansonsten, was günstige Commons, die keinen interessieren, angehen, Rares, Holos, sucht euch einen Mindestpreis. So. Wie soll man am besten mit Kunden umgehen, wenn sie überhaupt nicht zufrieden sind mit dem Zustand der Karte, was schlimmer als eingetragen ist? Sagen wir mal generell mit unzufriedenen Kunden, man sollte immer erstmal höflich bleiben. Es geht bis zu einem gewissen Punkt, wo ihr auch höflich bleiben solltet, höflich bleiben müsst. Auch wenn der Kunde jetzt zu euch nicht unbedingt höflich ist, der Kunde ist frustriert und ihr müsst damit umgehen können. Wenn der Kunde jedoch beleidigend oder bedrohend wird oder irgendwas in der Richtung, ich hatte zum Beispiel einmal, hatte ich einen Gartmarke-Kunden, der hat mir geschrieben, Junge, ich habe deine Adresse, pass auf, ich klatsch dich um oder stech dich ab. Der hat einen leichten Wutanfall, den Account gibt es auch auf Card Market nicht mehr. Nur als Beispiel, kontaktiert den Card Market Support, schließt damit ab, antwortet der Person nicht mehr gut ist. Denn ihr seid natürlich in der Pflicht, höflich zu euren Kunden zu sein. Ihr seid Dienstleister, das ist wichtig für euren Ruf. Allerdings gibt es auch einen gewissen Punkt, wo es einfach nicht mehr menschenwürdig ist, gewisse Beleidigungen runterzuwürgen und drüber hinwegzusehen. Und da dann wichtig ist einfach nur, verhaltet euch weiterhin professionell, antwortet nicht beleidigend zurück oder so, auch wenn ihr das gerne wollen würdet, sondern schildert den Fall neutral, zum Beispiel dem Card Market Support oder aber was auch immer, und schließt mit der Sache ab, nehmt zur Not die schlechte Bewertung einfach in Kauf. Wenn ein Kunde jedoch nicht zufrieden ist, tut alles, um den Kunden zufriedenzustellen. Bei uns läuft es folgendermaßen ab: Wenn ein Kunde sagt, die Karte gefällt ihm in dem Zustand absolut nicht, dann lassen wir uns Bilder von den Kunden senden, falls, es kann ja immer sein, dass für uns was nicht, also dass wir wirklich Mist gebaut haben. Wenn wir wirklich Mist gebaut haben, ist die Karte gratis. So, Punkt. Vielleicht sogar die ganze Bestellung, je nachdem, wie schwerwiegend es ist, weil wir Scheiße gebaut haben und mit Scheiße verdient man hier kein Geld. Punkt. Oder aber, falls der Kunde einfach nur nicht zufrieden ist, die Karte aber trotzdem niemand ist, nur als Beispiel, weil jetzt minimalste weiße Stelle ist erlaubt in niemand, aber der Kunde findet das nicht in Ordnung. Lasst euch die Karten einfach zurücksenden, gebt das Geld wieder oder wenn es eine unwichtige 50 Cent kann, man das erstattet. Es halt einfach trotzdem wichtiger ist, dass der Kunde zufrieden ist, als dass ihr irgendwie 50 Cent mehr pocketet. Das ist auch etwas, was ein gewisser Händlerkollege sich auch mal genauer hinter die Ohren schreiben sollte. So, bei der Frage weiß ich jetzt nicht mehr genau, habe ich auch in einem von Alex' Videos gesagt, wie es aussieht. Wo du sagtest, niemand reinstellst als Mint, ganz neu ist es besser. Achso, genau, es ist besser, Karten nicht als Mint reinzustellen, sondern immer als niemand, wie es auch die meisten Gewerblichen machen, denn Karten bleiben auch nicht unbedingt Mint, auch wenn ihr sie frisch gezogen habt oder kommen Mint aus dem Pack. Mint ist wirklich nur für uns hauptsächlich damit reserviert, gegradete Karten, so. Worauf soll man achten, wenn man zum Beispiel bei eBay Kartenauflösung einkauft? Vielleicht sind da Trickbetrüger unterwegs oder was auch immer auf eBay. Ich würde einfach keine Sammlung auf eBay kaufen. So, also Sammlungsauflösungen und so würde ich auf eBay einfach nicht kaufen, weil das in der Regel Menschen sind, die wissen, was ihre Karten wert sind und daraus Profit schlagen wollen. Ich könnte es zum Beispiel auch machen. Ich könnte einen Ordner nehmen, könnte ein paar von diesen Runs Karten bzw. gedamagten Karten, die ich ja jetzt verkaufe, auf eBay als
Gesamtauktion könnte ich da in den Ordner schmeißen, könnte sagen private Sammlungsauflösung, könnt ihr einen schönen Ultra-Pro-Binder machen, in Schutzhüllen könnt ihr nur so ein paar Bilder davon hochladen, sodass man die Zustände nicht sieht, könnt ihr 300 Euro raufschreiben, die Karten sind in Nearmint 350 oder 400 wert, aber in den Zuständen, in denen sie drin sind, halt nur 150, und das gibt es halt auf eBay viel zu oft, und da kann man auch viel, also kann man auch nicht groß was machen, weil er euch nicht so direkt hinters Licht geführt hat, ja. Ist kompliziert und ist in den Wind geschossen. Geht in Kartenladen, geht auf Events, wie auch immer, kauft die Karten in Person an, falls ihr das wollt. So. Nummer 21. Gibt es weitere Kosten, außer monatliche Produkte zu kaufen oder Büro, wenn man eins hat, oder an Card Market etwas abzugeben? Natürlich gibt es da Kosten. Ihr müsst Materialkosten für den Versand. Es sind zu viele, um es jetzt aufzulisten, aber im Wesentlichen, ihr habt ja Materialkosten für die Briefumschläge, für die Verpackungsmaterialien, da gibt es ja auch wieder Leute, die da Geld sparen natürlich, indem sie sich Telefonbücher und so einfach zerreißen, ist eine Option, sieht aber nicht unbedingt schön aus, finde ich als Präsentation nicht gut, will ich nicht machen. Es gibt eine Menge andere Fixkosten, ihr müsst ja auch euren Gewerbsstrom und so, wenn ihr eure Gewerbs- und Privaträume nicht trennt, müsst ihr da ja auch mit berechnen. Sowas alles, ne? Dann Steuerberater, bla bla bla, Knappschaft, falls ihr Angestellte habt, oder aber die BGHW und viele andere Sachen, ne? Wie viel muss man an Card Market abgeben, wenn man zum Beispiel 1000 Euro Umsatz macht? Card Market hat folgende Regel: Ihr gebt erstmal für Einzelkarten, gebt ihr mal 5% ab, egal was es ist, außer ihr verkauft jetzt Karten für 2 Cent, dann kriegt Card Market 1 Cent, also 50 Cent. So, und ich glaube, bei 3 Cent waren es, glaube ich, irgendwie 1 Cent trotzdem oder so. Das mal beiseite geschoben. So, Card Market nimmt auf 1000 Euro. Wie viel sind jetzt 5% von 1000 Euro? Sind 50 Euro, wenn ich jetzt nicht doof bin? Ja. Ich bin nervös vor der Kamera. Kopfrechnen ist dann nicht so mein Ding, wenn ich nervös bin. 50 Euro als Beispiel. Nimmt dann halt Card Market, und bei Seed Product läuft es halt so auch ab. 5%, wenn man gewerblich ist oder privat, und 4%, wenn man Powerseller ist. So, das waren dann jetzt auch schon die Fragen. Nochmal ein 16-Minuten-Video, das geht ja noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren auch ein paar Fragen, die euch interessiert haben, dabei. Falls nicht, schreibt eure Fragen unten in die Kommentarsektion oder aber auf unsere Seiten. Und das war's dann wieder von mir. Card Market und eBay Shop unten in der Videobeschreibung. Und bald mache ich mal wieder eine kleine Rabattaktion. Freut euch darauf. Aber da solltet ihr dem Instagram-Account folgen. Gut, das war's dann wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Irgendwie spinnt meine Maus gerade ein bisschen. Gott. Verdammt, ich war auf dem falschen Bildschirm, peinlich. Okay, macht's gut.